Ich darf begrüßen den Jens Berger von den Nachdenkseiten, der heute angereist ist, Dietrich Kraus, Skimmer da und der Stefan Hebel von der Frankfurter Rundschau. Und ich habe mir gedacht, dass wir hauptsächlich darüber reden, was Journalismus heute kann. Denn, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, in dem Buch, was vorhin Frau Neuser freundlicherweise erwähnt hatte, was wir herausgegeben haben, Dietrich Kraus ist der Herausgeber, findet man den Satz, dass es in Amerika eine Studie gab, dass sich die Menschen mehr über politische Satiresendungen wie die Anstalt mittlerweile informiert und informiert fühlt, als es die klassischen Medien seien. Und deswegen will ich ein bisschen gucken, anhand auch dieser Sendung, inwieweit wir das auch übertragen können auf unsere Verhältnisse hier in Deutschland. Jetzt darf ich mal ganz kurz fragen, diesen Sachverhalt, der eben dargestellt wurde mit der EZB und der Finanzierung von Staaten. Wem war der vor der Sendung so bekannt? Das sind keine 10%, würde ich sagen, 5%. Das heißt, wir können jetzt sagen, durch die Sendung sind Sie informiert. Dann darf ich das mal ganz brutal weitergeben. Übrigens möchte ich noch sagen, wir haben im Jens Berger einen Vertreter der neueren Medien, digitalen Medien, die Nachdenkseiten sind ein politischer Blog und werden täglich von über 100.000 Menschen gelesen. Stefan Hebel, Frankfurter Rundschau, muss ich nicht sagen, Lokalmatador gewissermaßen. Und der Dietrich Kraus eben mit der Anstalt und dieser Möglichkeit zu informieren. Aber jetzt nochmal zu der Frage, ist das bitter, weil du hast selber viel über dieses Thema geschrieben, wenn du siehst, dass die Menschen über diese Sachen nicht Bescheid wissen? Macht dich das traurig? Ach, traurig. ja, ich glaube, es bedarf solcher Sendungen wie der Anstalt, um solche Informationen einem möglichst breiten Publikum zu vermitteln. Und ich möchte als Beispiel für das, ich gehöre ja nun den, du hast es jetzt nicht ausdrücklich erwähnt, im Gegensatz zu Jens Berger gehöre ich ja den alten, sterbenden Medien an. Und als ich hierher gefahren bin heute, habe ich eine Nachricht im Deutschlandfunk gehört und die hieß, wegen der ausufernden Staatsfinanzen hat Italien einen Mahnbrief der EU erhalten. Wörtlich, wegen der ausufernden Staatsfinanzen hat Italien einen Mahnbrief der EU erhalten. Wenn eines der Medien, denen ich eigentlich noch Vertrauen entgegenbringe, in dieser Weise über Vorgänge berichtet, die man eben in der Anstalt ganz anders und aus meiner Sicht wesentlich wahrhaftiger kennenlernen konnte, dann stimmt mit uns klassischen Medien etwas nicht. Davon gehe ich aus. Aber ich darf auch gleich eins dazu sagen. Es gibt einen gewissen Ton im Umgang mit den klassischen Medien. Ich möchte jetzt hier nicht über Anwesende auf dem Podium sprechen, der alles, was eine abweichende Meinung vertritt, von der eigenen als so eine Art imperialistischen Büttel des Kapitals betrachtet. Die Dinge sind wesentlich komplizierter, auch in den klassischen Medien. Ich darf daran erinnern, dass die Anstalt im ZDF läuft. Und die Anstalt läuft in einer Anstalt, deren Nachrichten Sie alle genauso viel oder wenig über diese Vorgänge in Europa informieren, wie viele Zeitungen auch. Ich arbeite bei einer Zeitung, die das teilweise auch absolut unzureichend tut und darf übrigens, besitze alle Freiräume, in meinen eigenen Texten dafür zu kämpfen, dass solche Informationen auch unter die Leute kommen. Vielleicht bin ich in der Frankfurter Rundschau manchmal so ein bisschen das, oder in den klassischen Medien so ein bisschen das, was die Anstalt im ZDF ist, nur nicht so lustig natürlich. Und deshalb plädiere ich dafür zu sagen, ja, es ist eigentlich ein Armutszeugnis für die klassischen Medien, wenn eine Sendung wie die Anstalt diese Dinge so vorbildlich in der Sache vorbildlich aufdröseln muss. Aber vielleicht finden wir auch noch die Zeit zu differenzieren.
Bitte. Ich selber und auch meine... Oder wolltest du direkt? Ja, bitte. Ich selber und meine Kollegen beim Wessen Verlag, wir kennen natürlich und arbeiten noch mit vielen Journalisten zusammen, sehr guten. Also es ist nicht so, dass kein guter Journalismus gemacht würde. Und trotzdem hat man ja den Eindruck, dass über Print, Hörfunk und TV sich relativ schnell mittlerweile Meinungskorridore ergeben. Und dann nützt es oft eben auch nicht, wenn die Anstalt oder du oder wer auch immer kluge Sachen macht. Woran kann das liegen, Jens? Ja, ich denke mal, dass das Beispiel mit der Staatsverschuldung eigentlich sehr gut hier hinpasst. Wenn wir uns mal den Faktencheck angucken der Anstalt, dort werden wir fast ausschließlich klassische Medien finden. Auch wir von den Nachdenkseiten als neues Medium in unseren Hinweisen des Tages, die werden fast ausschließlich aus klassischen Medien zusammengesetzt. Es ist also nicht so, sämtliche Inhalte, die dort vorkamen, es ist nicht so, dass die noch nie in den klassischen Medien, dass da nicht drüber berichtet wurde. Zum Beispiel der Franzose, Geschichte mit 3% ist eine FAZ-Geschichte sogar, also, ja. Aber die ich auch nicht kannte. Damals von der Frankfurter Rundschau, der ehemalige Kollege, der Robert von Heusinger, hat damals wunderbar die ganzen Probleme mit der Staatsverschuldung und mit diesen willkürlichen Grenzwerten auch mal erklärt. Das ist also alles samt nichts, was von den klassischen Medien, wo nicht drüber berichtet wurde. Aber jetzt kommt das große Aber. Aber es findet natürlich so eine Art Framing statt. Wenn ich mir die Tagesschau angucke, wenn ich mir die Tagesthemen angucke, je mehr es noch in den Meinungssektor reingeht oder beim Heute-Journal, wenn Herr Kleber dann etwas erzählt, dann taucht von diesen Meldungen, taucht dann komischerweise nichts mehr auf. Es ist, als wäre das alles nie geschehen. Es wird zwar irgendwo berichtet, beispielsweise die Sache mit der Staatsverschuldung, mit der Arbeitslosigkeit in Spanien, mit der optimalen von 16%, das stand meines Wissens im Manager-Magazin. Gut, wie viele Leute von Ihnen lesen irgendeinen Artikel, der auf Seite 16 im Manager-Magazin steht? Wahrscheinlich noch weniger, als sich gerade eben gemeldet haben. Es ist, und das ist das große Problem. Das große Problem der klassischen Medien ist, dass sich die Sachen teilweise trotz besseren Wissens einfach so zurechtgebogen werden, dann vor allen Dingen im Meinungsbereich, dass man auch nur dankbar sein kann, dass die Anstalt das klar und deutlich in einer einfachen Sprache, die jeder versteht, an ein Publikum weiter transportiert, das jetzt vielleicht nicht jeden Tag die neuen Medien verfolgt und das nicht unbedingt jetzt so fit ist, in der Financial Times oder im Manager Magazin oder in der Wirtschaftswoche dort irgendwie im Finanzteil auf Seite 16 jede kleinste Meldung zu lesen. Das ist und eigentlich diese Funktion, die Anstalt da wirklich wahrnimmt, das wäre eigentlich so für mich jetzt die Kernfunktion eigentlich der klassischen Medien, dass das gesamte Wissen mal zusammengesammelt wird und auch zumindest mal ein wenig mit Zweifel berichtet wird. Das haben wir ja in der Vorberichterstattung zu den Europawahlen leider erlebt, dass da überhaupt dieser ganze Zweifel überhaupt gar nicht vorkam. Ich wollte mehr auf folgenden Umstand hinaus, und das kannst du vielleicht mit in deine Antwort reingeben. Es ist ja durchaus so, dass wir alle auch Informationen bekommen, die richtig sind und gut, die aber trotzdem dann überspült werden gewissermaßen, wenn man die geframten Tagesschau-Beiträge sieht. Dann ist plötzlich ist das wie weggespült. Nimmst du das bitte in deine? Was passiert da? Warum? Wie kann das sein? Ja, das ist so eine gewisse. Ich glaube sogar interessanterweise, kam in dem Heute-Journal, glaube ich, direkt vor uns sogar genau die Situation, dass Italien jetzt quasi von den Kapitalmärkten quasi diszipliniert wird, weil die über die Stränge schlagen. Also genau das, was wir dann nachher gezeigt haben, kam vorher, und es ist diese Ungenauigkeit, sagen wir mal, die auch, finde ich, ein Hauptproblem ist. Fast manchmal weniger der Korridor als die. Erstens die wenige Tiefe des Wissens und die Ungenauigkeit, mit der einfach so ein quasi Vorurteil, der Italiener ist verschuldet, und das wird überhaupt, erstens wird das nicht weiter differenziert. Ich war auch selber sehr überrascht, das konnte ich dann auf dem Blog von Flassbeck nachlesen, dass selbst ich, also ich habe mich auch schon als Journalist mit der Eurokrise in der Zeit, als das sehr brisant war, beschäftigt, wusste nicht, dass Italien eigentlich die Defizitkriterien immer eingehalten hat, diese 3%. Weil selbst bei mir ist dieses Frame so stark, dass die generell jetzt mal überschuldet sind. Die haben generell eine Gesamtverschuldung, die höher ist, aber die kommt aus ganz anderen Zeiten. Die haben, seit sie im Euroraum sind, praktisch nie mehr und häufiger als Deutschland diese Defizitgrenzen eingehalten. Trotzdem wird permanent, unterschwellig, finde ich, das Bild verbreitet, die Italiener sind unseriös, das sind natürlich so Figuren wie Berlusconi, die es auch stützen, aber trotzdem, die wirtschaftlichen Fakten
Die Zahlen kommen einfach nicht vor in solchen Einleitungen, in solchen Moderationen, sondern da wird immer so ein Frame transportiert. Und das finde ich ein ganz großes Problem, diese Ungenauigkeit. Und dann, dass man oft eben nicht im Grunde das hinterfragt, was man da eigentlich erzählt. Also was erzählt man denn, wenn die Finanzmärkte ein Land disziplinieren? Was bedeutet das denn politisch? Also dass man das so naiv nachplappert, das ist schon, also, finde ich, atemberaubend. Also was sagt man denn da eigentlich? Dann ist es doch aber so, dass dieses Framing absichtlich passiert, um eben sozusagen echte Aufklärung zu verhindern. Stefan, du? Also ich bin ja immer sehr dafür, solche Dinge nicht über das oder zumindest nicht vorrangig über das persönliche Fehlverhalten von irgendjemandem zu erklären. Und übrigens, was mich auch sehr stört, ist eine bestimmte Passivform, die in solchen Diskussionen sehr oft vorkommt, nämlich da wird. Da wird, sagt Herr Berger, wieder besseres Wissen ein bestimmtes Framing verbreitet. Sie sagen, da wird, ist übrigens was ganz anderes, naiv weiter transportiert, was aus bestimmten Quellen kommt. Interessanter Unterschied übrigens, ist das jetzt wieder besseres Wissen oder ist es naiv? Das wäre eine Frage, mit der wir uns heftig auseinandersetzen müssten. Was mich mehr interessiert, ist die Frage, wer macht das eigentlich oder welche Verhältnisse sorgen eigentlich dafür, dass wir eine derart lückenhafte und unvollständige Medienlandschaft haben. Und da gibt es zwei Aspekte, die ich nur ganz kurz jetzt andeuten kann. Erstens, ich glaube tatsächlich, dass viele Kolleginnen und Kollegen, und das trifft vor allem für meine Begriffe auf den Berliner Parlaments- und Regierungsjournalismus zu, in einer Nähe zu denjenigen leben, die eigentlich Objekte ihrer Berichterstattung sein müssten und nicht Partner ihrer Berichterstattung, also zu den Politikerinnen und Politikern, in einer solchen Nähe leben, räumlich, auch mental ganz offensichtlich, dass sich eine Gruppendynamik ausbildet, die einen bestimmten, wenn Sie Modewort Framing, ich sage jetzt mal ein deutsches Wort, die einen bestimmten Rahmen setzt, außerhalb dessen man sich nicht bewegt, wenn man dazugehören will, wenn man bestimmte Kontakte, Interviewpartner etc. haben will. Das ist der eine Aspekt und ich finde, was ja gelegentlich bei der Medienkritik auch vorkommt, man sollte uns Journalisten der klassischen Medien auf keinen Fall damit verteidigen, dass man sagt, ihr seid doch alles arme Schweine, ihr macht das doch nur, weil es euch euer Chefredakteur vorschreibt. Das stimmt nämlich nicht, es ist schlimmer. Die meisten Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne und die es so machen, die sind überzeugt, es sei genau das ihre Aufgabe. Sie würden objektiv wiedergeben, was mächtige Gruppen sagen, und sie werden aber damit zu einer Art Durchlauferhitzer, wo die Meinung der mächtigen Gruppen aufgewärmt wird fürs Publikum. Und das lässt sich nur knacken, ich bin immer noch auf der subjektiven Ebene, wenn man sich von einem Objektivitätsbegriff verabschiedet, der da sagt, ich brauche keine Distanz, ich brauche keine eigene Haltung, sondern ich gebe einfach eins zu eins das wieder, was die meiste Diskursmacht ohnehin schon besitzen, mir sagen. Davon müssten wir als Journalisten uns radikal lösen und das scheint einem großen Teil des Journalismus extrem schwer zu fallen. Punkt eins. Der zweite Punkt noch ganz kurz. Der zweite Punkt noch ganz kurz ist der strukturelle, den ich bei solchen Diskussionen nie vergessen möchte. Es gibt auf der einen Seite die Öffentlich-Rechtlichen, da kenne ich mich nicht so gut aus, da scheint es auch ein hohes Maß an Zwängen zu geben, auch Freiräume, wie man sieht, aber auch ein hohes Maß an Zwängen. Und es gibt die privatwirtschaftlich organisierten Printmedien, bei denen ich mich besser auskenne. Und ich sage Ihnen, die privatwirtschaftliche Organisationsform ist einer der Hinderungsgründe dafür, dass Medien ihre Aufgabe wahrnehmen. Ich finde, und ich bin damit eine kleine Minderheit leider im Journalismus, dass wir andere öffentliche, gesellschaftliche, gemeinschaftliche, genossenschaftliche und wie auch immer Organisationsformen von Medien bräuchten, wenn sie sich wirklich unabhängig machen wollten von den Interessen derjenigen, die am mächtigsten sind in diesem Land. Ich sage es nochmal, da bin ich eine kleine Minderheit im Journalismus. Alle sind lieber abhängig von Anzeigen als von einer demokratischen Kontrolle, leider. Kleine Rückfrage. Jetzt kann man zum Beispiel
auf dem Blog Publikumskonferenz wunderbare Kommentare lesen vom Volker Bräutigam, der eher dem Redakteur bei der Tagesschau gewesen ist. Und wenn man die liest, dann meint man, wenn man die Tagesschau jahrzehntelang gesehen hat, ist das noch die Sendung, die irgendwann mal zu Recht als das große Flaggschiff der Berichterstattung galt. Denn dort findet das Framen, ich glaube, das ist mittlerweile auch allgemeiner Sprachgebrauch, ja quasi in jeder Meldung statt. Und das sind öffentlich-rechtliche. Das sind, also was passiert auf der Ebene? Das ist nicht privatwirtschaftlich organisiert. Also ich habe ja über die Öffentlich-Rechtlichen kurz gesprochen mit dem Vorbehalt, dass ich mich da weniger auskenne. Aber wir wissen natürlich alle, dass die Art, wie öffentlich-rechtlich bei diesen Medien definiert wird, sicher nicht genau das Gleiche ist, was wir alle hier uns unter einer echten demokratischen gesellschaftlichen Kontrolle vorstellen würden. Also wird es bestimmte Drücke geben. Ich kann aber über die Öffentlich-Rechtlichen, das können andere besser, im Detail nicht sprechen. Ich glaube nur, dass das, was ich eben am Anfang gesagt habe, dieser zentrale Irrtum, was eine vermeintliche Objektivität statt Haltung betrifft, dass dieser Irrtum geradezu zu einem Grundgesetz des Nachrichtenjournalismus auch bei den Öffentlich-Rechtlichen geworden ist. Sonst würde nicht einer der wichtigsten Preise nach Hans-Joachim Friedrichs benannt sein, der ja gesagt hat, mit nichts und niemandem dürfe man sich gemein machen. Und leider gibt es so viele Journalisten, die sich noch nicht mal mit sich selbst gemein machen, wenn sie die Welt betrachten. Jens, jetzt war vom Framen die Rede oder von dem Rahmen. Da fragt man sich ja willkürlich, was ist denn außerhalb des Rahmens? Was findet denn da statt? Also erstmal möchte ich noch mal darauf eingehen, so einfach möchte ich die lieben Kollegen da jetzt nicht rauslassen. Das war, denke ich, schon einfach, da Sie ja gesagt haben, dass dieses persönliche, vorsätzliche Fehlverhalten, dass Sie das doch generell ausschließen. Na, generell ausschließen haben Sie nicht gesagt, aber das sei jetzt nicht der Punkt. Bleiben wir beim Finanzjournalismus, den wir ja gerade eben beim Einspieler besonders intensiv beobachten. Und beim Framing. Und beim Framing, ja natürlich, klar. Klar. Wie sieht es denn beispielsweise aus? Wir kennen ja alle diese schöne Börse vor 8, heißt es, glaube ich, direkt vor der Tagesschau. Die beste, das ist die teuerste Werbezeit, die es im deutschen Fernsehen meines Wissens gibt, wenn man mal die Fußballweltmeisterschaften rauslässt. Da haben mit dem öffentlichen rechtlichen System haben dort die Finanzmärkte beziehungsweise diese Finanzmarkt affine Ideologie, möchte ich es lieber nennen, haben dort eine hervorragende Sendezeit bekommen. Meistens wird das moderiert von einer Journalistin des Hessischen Rundfunks namens Anja Kohl. Ich kenne ihre Steuerabrechnung nicht, aber ich möchte wetten, dass Frau Kohl mehr Geld dadurch verdient, dass sie für Banken, für Fonds, für Versicherungsgesellschaften etc. pp. Veranstaltungen moderiert, als für ihre Tätigkeiten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und da sind für mich Grenzen eindeutig überschritten der persönlichen Integrität. Sowas darf ein Journalist eigentlich, sollte er es generell nicht machen. Er sollte seine Geldgeber, sofern sie jetzt nicht die Zeitung oder die öffentlich-rechtlichen Rundfunk direkt sind, eigentlich immer transparent machen. Und da haben wir natürlich dieses Framing. Wo kommt das denn her, dieser Glauben beispielsweise an die schädliche Staatsverschuldung? Wo kommt es her, dass wir nur über Staatsverschuldung, aber nicht über Wachstum reden? Das Beispiel Italien war ein wunderschönes Beispiel. Italien hatte nie ein Schuldenproblem, Italien hat allerdings ein massives Wachstumsproblem. Die Staatsschuldenquote ist ja mein Verhältnis zwischen der Verschuldung und der Wirtschaftskraft. Wenn die Wirtschaftskraft schrumpft, steigt automatisch die Quote. Das hat mit der Neuverschuldung erstmal peripher was zu tun. Ist einfach nur das Verhältnis. Bloß warum spricht das niemand an in den klassischen Medien oder zu selten? Ich muss ja jetzt differenzieren, ich habe ja hier einen scharfen Kritiker mit auf dem Podium. Warum wird vor allen Dingen in den meinungsstarken Beiträgen in den klassischen Medien, egal ob es jetzt im Fernsehen oder in den Zeitungen ist, warum werden diese Zusammenhänge komplett ignoriert? Ich bin da persönlich überfragt. Ich weiß nicht, was einen Herrn Kleber antreibt, warum er so eine wirtschaftsliberale Grundeinstellung hat.
Allerdings, was ich weiß, ist, dass wenn ein Herr Kleber jetzt nicht so eine wirtschaftsliberale Grundeinstellung hätte, dann würde er jetzt nicht, sicherlich nicht sein hohes sechsstelliges Jahresgehalt bei dem Heute-Journal bekommen, sondern dann würde er vielleicht sich als freier Autor bei der Jungen Welt oder dem Neuen Deutschland als Hartz-IV-Aufstocker betätigen. Das ist nämlich auch so ein Problem. Ich war früher mal als freier Finanzjournalist tätig. Ich weiß, wie hart das ist, wenn einem die zahlungsbereiten Medien nichts abkaufen wollen, weil es ganz einfach zu kritisch ist. Das war zeitweise noch vor der Finanzkrise, da galten ja noch andere Zeiten, da war alles, was die Finanzmärkte nicht bejubelt hat, wurde ganz einfach nicht eingekauft. Da gab es dann welche, natürlich Medien wie der Freitag damals oder Telepolis, die so eine Artikelmarke gekauft haben, aber schon Brecht hat gesagt, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Ich möchte um Himmels Willen jetzt auch niemanden verurteilen. Es ist vollkommen klar, wenn man seine Familie finanzieren muss, dann schreibt man unter Umständen auch Sachen, an die man jetzt wirklich nicht glaubt. Und das ist dann auch wieder das Vorsätzliche, allerdings jetzt in einer milderen Form. Wie gesagt, dafür habe ich Verständnis, da ist dann das System, nennen wir es mal so, dafür verantwortlich. Dietrich, von dir weiß ich, und das merkt man der Sendung auch an, Mainz redet euch überhaupt gar nicht rein. Ihr gestaltet diese Sendung selber, sie muss nicht abgenommen werden, sonst irgendetwas. Abgenommen wird sie schon. Den muss ja einer den Kopf dafür hinhalten, also die kennen das Buch vorher natürlich. Das Buch wird, ja, okay. Da möchte ich jetzt mal eine böse Frage stellen. Tut die Anstalt nicht weh genug? Ist das, was ihr macht, möglicherweise, seid ihr ein Aushängeschild, was aber mehr nach außen... Ja, sag mal so, es ist halt total isoliert. Also es gibt ja auch, das ist ja das nächste Phänomen, wir können zwar solche Sachen zur zweitbesten Sendezeit, sagen wir mal, bringen, also das ist schon noch ein sehr guter Sendeplatz, aber es findet halt überhaupt keine Resonanz, sagen wir mal, in den restlichen Medien. Es setzt sich ja keiner mit diesen Fragen, die wir da aufwerfen, auseinander, sondern es gibt dann höchstens eine ästhetische Kritik, finden wir nicht lustig, ist was weiß ich was, aber es gibt keinen, der diese Fragen inhaltlich aufgreift. Das ist ja das nächste Problem, das ist ja ähnlich wie bei den Nachdenkseiten. Man darf das alles mal sagen, aber dann geht die Welt weiter, als wäre nichts geschehen. Und ich frage mich schon, also ich kenne jetzt den Öffentlich-Rechtlichen und Öffentlich-Rechtlichen habe ich jetzt 20 Jahre gearbeitet, 25 Jahre, da geht es jetzt nicht um Prekariat, das sind alles gut bestellte Leute, ich selber auch. Ich konnte da allerdings auch immer meine Sachen durchbringen, da muss man halt zu den richtigen Leuten, die richtigen Leute finden, es hängt oft an einzelnen Leuten, also im Wirtschaftsjournalismus musste man halt manchmal nach Saarbrücken ausweichen, da gibt es so ein gallisches Dorf in der Wirtschaftsberichterstattung, die machen das dann ein bisschen anders, aber wenn man hartnäckig genug ist und was will, und das ist halt das große Problem, viele wollen gar nicht. Es ist auch nicht nur ein ideologisches, es ist einfach ein, sage ich jetzt mal, ein bisschen arroganten Faulheitsproblem. Warum fällt die Anstalt so auf? Wir sind halt, sage ich jetzt mal, um uns auf die Schulter zu klopfen, wir sind halt ein bisschen wahnsinnig, wir sind zu dritt und arbeiten uns alle vier Wochen quasi in ein neues Thema rein. Und ich kann nicht verstehen, warum das nicht einem Korrespondenten in Brüssel zuzumuten ist, die Europa-Literatur zu lesen, die wir lesen. Dann kommt man nämlich zu solchen Schlussfolgerungen. Es gibt hervorragende wissenschaftliche Literatur aus Frankreich, aus Deutschland, die findet in diese Berichterstattung 0,0 Widerhall, wo ich mich frage, was die Unabhängigkeit der Institutionen, da gibt's ganze Abhandlungen darüber, die Fehlkonstruktion der Eurozone. Was ist das Niveau, das man dann quasi im Öffentlich-Rechtlichen findet? Wir finden Euro so gut, weil da muss man kein Geld mehr umtauschen im Urlaub. Das ist das Niveau oft, dass die Euro-Berichterstattung stattfindet. Wo ich mich frage, also man kommt ja nicht mal dazu, quasi Mainstream zu berichten. Das ist ja noch vor Mainstream oder Kritik. Das ist ja sowas von unpolitisch. Und da finden aber solche politischen Entscheidungen statt. Und die werden aber überhaupt nicht als politisch wahrgenommen. Und das Niveau ist dann eben entsprechend, dass man halt, wie es am Anfang in dem Quiz, das ist dann das Niveau der Europadiskussion. Wir finden Europa irgendwie toll. Was das konkret heißt, ist ein völlig leerer Signifikant, wie man sagt. Das ist, kann jeder irgendwas reininterpretieren. Und, ja. Stefan, könntest du das im Prinzip bestätigen? Also auch ich habe tatsächlich das Gefühl, ich fand das super dargestellt eben. Ich habe tatsächlich auch für meine Person das Gefühl, jetzt vielleicht nicht innerhalb der Frankfurter Rundschau, die ja selber versucht, unter allen möglichen ökonomischen Bedingungen noch ihren Nischencharakter sozusagen politisch beizubehalten. Ich habe auch das Gefühl, mich
in einem Raum zu bewegen, wo man das mal machen kann. Und die Grenzen dieses Raumes scheinen unausgesprochen sehr eng bestimmt zu sein. Das ist tatsächlich so. Ich glaube, das geht uns allen dreien auf eine bestimmte Weise so. Ich muss dann immer aufpassen, dass ich nicht, um wenigstens in der Nische besonders erfolgreich zu sein, meinem vermeintlichen Publikum ständig nach dem Mund schreibe. Das wird dann auch gefährlich, wenn man sich ständig unter mehr oder weniger Gleichgesinnten bewegt. Ich würde mich viel lieber noch viel weiter über mein eigenes Spektrum hinaus bewegen. Nicht nur, weil ihr dann meine Bücher besser verkaufen könntet, sondern auch sonst. Und ich kann nicht endgültig beschreiben, wie diese Grenzen definiert werden. Ich weiß aber eins, und Herr Berger, es ist absolut richtig, was Anja Kohl zum Beispiel macht, stellvertretend auch für diese ganze Sendung und für vieles in der Wirtschafts- und Finanzberichterstattung. Das ist unter aller Sau, da sind wir uns doch einig. Das ist doch überhaupt keine Frage. Ich möchte nur rausbekommen, wenn wir zusammen nicht der Meinung sind, dass irgendwo ganz oben einer sitzt, der da irgendwelche Fäden zieht und den Leuten morgens sagt, du musst deine Familie ernähren und deshalb schreibst du jetzt so und nicht anders. So ist das ja nicht. Natürlich nicht. Deshalb möchte ich auch gerne mit Ihnen zusammen besser rausbekommen, was ist das eigentlich? Und da weiß ich nur eins. Es gibt in dieser Gesellschaft ein Verhältnis zwischen der ökonomischen Macht, die bestimmte Gruppen besitzen, und der medialen und diskursiven Macht, die bestimmte Gruppen besitzen. Und wir alle drei bewegen uns innerhalb von Nischen, die es noch nicht geschafft haben, einen Raum zu betreten, in dem wir die Macht dieser Interessen wirklich angreifen können. Machen wir uns da bitte alle zusammen nichts vor. Ja, das ist das große Wort von Noam Chomsky. Man kann über alles diskutieren und alles kann geredet werden, aber sobald es wirklich anfängt, gefährlich zu werden, ist Schluss mit los. Ich muss aber einen Halbsatz anfügen, weil ich ein krankhafter Optimist bin. Ich sage das immer wieder. Okay. Wir müssen es aber machen. Wir müssen es immer weitermachen. Und wir müssen noch eins tun. Bitte, wir müssen versuchen, die Leute, die das alles noch nicht so toll durchschaut haben wie wir, auch noch zu erreichen und vielleicht den einen oder anderen zu uns zu holen. Und das meinte ich vorhin mit der Gefahr, sich in einer eigenen Filterblase zu bewegen. Ich habe keine Hemmungen in meinen Leitartikeln, Leute, die ganz anders denken, argumentativ, so gut es geht, abzuholen. Vielleicht tun wir das in unseren Nischen auch manchmal zu wenig. Also wenn ich morgens im Bus sitze oder in der S-Bahn montagmorgens, sieht man viele Mitfahrende, die in ihrer Handys schauen und dort sind dann diese einschlägigen Portale Spiegel und Fokus und Welt und sowas. Und gleich Montag früh hat jeder eine kleine Besprechung der vorhergehenden Anne-Will-Sendung vom Vorabend parat. Das ist eben bei der Anstalt nicht so. Da muss man mit der Lupe suchen, ob vielleicht dann doch etwas am Mittwoch erschienen ist. Das ist ein bisschen das, was du gerade angesprochen hast. Du hast mich da sensibilisiert für. Man findet wirklich fast gar nichts. Jetzt ist es aber im Falle Strache so. Es wurde berichtet und berichtet und berichtet und jeden Tag und es gab was Neues. Und am Ende wurde er doch gewählt und es hat nichts genutzt. Es muss ja auch so eine Art Transfer geben, nicht nur von den Medien an die Zuschauer, sondern die Zuschauer müssen es natürlich auch rezipieren und irgendwie in ihr Verhalten einbauen. Da findet ja offensichtlich auch noch irgendwie eine, gibt es irgendwie eine Lücke oder ein Nichtverständnis oder ein P oder was ist das? Was? Ja, natürlich nicht alle, die das jetzt beklatschen, haben das auch dann so verstanden. Es ist ja auch so eine Kraft von so einer Theateraufführung, dass man irgendwem was folgt und beklatscht, ohne es vielleicht am nächsten Morgen, wenn man aussteht, überhaupt noch zu wissen, was man da gut gefunden hat. Aber trotzdem ist eben auch ein Phänomen wie bei der Wiederholung. Ich glaube, trotzdem war das dann so, dass sowas wie das Rezo-Phänomen kam, dass plötzlich einer dann doch mal irgendwie offenbar eine Schallmauer durchbrochen hat. Und dann gab es sehr wohl Bewegung. Ich weiß allerdings nicht, warum. Ja, also es gibt aber bei anderen Formaten, werden diese anderen Meinungen eben einfach nur toleriert. Es wird aber nicht, es findet kein Diskurs statt. Und das ist das, was so wahnsinnig nervt.
es wird alles so getan, als stünde das alles fest, als stünde alles fest, dass die EZB gut ist, weil sie unabhängig ist, als werden Schulden abgedeckt. Das ist alles irgendwie gesetzt und wird nicht in Frage gestellt. Und das ist doch die Aufgabe eines Journalisten. Warum wird da nicht diskutiert drüber? Und das können doch nur Medien leisten überhaupt. Ja, ich weiß es nicht, was, warum, I don't know. Ich weiß es nicht. Jens. Naja, jeder ist da, der schmort in seinem eigenen Saft, da haben wir dieses Blasenproblem. Das ist ein gigantisches Problem, das wir natürlich auch haben bei den alternativen Medien, das ist vollkommen klar. Es hat auch seine positiven Seiten, wenn eine Dorothea Siems beispielsweise einen ultraneoliberalen Kommentar in der Welt schreibt, dann weiß ich genau, die erreicht niemanden, der nicht genauso tickt. Das ist, aber dummerweise erreiche ich auch wenig Leute, die anders ticken, wenn ich auf den Nachdenkseiten einen Kommentar schreibe. Das ist so ein großes Problem, was uns auch gesellschaftlich fehlt uns ja der Mut, mal über die eigene Echokammer und über die eigenen Blasen hinaus den Streit zu suchen. Und das ist leider auch im Journalismus viel zu wenig vorhanden. Die Lust mal auf einen Streit, dass man auch mal eine richtig kontroverse Debatte führt. Immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, man ist für Europa. Wer nur ein bisschen mal kritisch ist, der muss sich gleich das Label Populist oder Europagegner, was auch immer das sein mag, Europagegner habe ich bis heute nicht verstanden, anheften lassen. Da wird auch mit einer Intensität werden leicht abweichende Meinungen schon im Ansatz bekämpft, dass auch Leute, die jetzt nicht das Rückgrat selber haben, sich mit dem Meinungsmainstream anzulegen, es von vornherein sein lassen. Das sind teilweise, erinnert mich das wirklich schon so an Disziplinierungsmaßnahmen, dass jemand, der ausschert, in jeglicher Hinsicht bei den Themen sofort vom Rest der Meute wieder eingefangen wird. Und das zeugt eigentlich nicht für einen reifen demokratischen Dialog. Und natürlich können die Leser, kann das Publikum, kann sich auch nur seine Meinung bilden, wenn es alle Meinungen gehört hat. Wir halten generell das Publikum oft für zu dumm. Und wir trauen ihm einfach nicht zu, dass es seine eigene Meinung bildet, wenn wir ihm verschiedene Fakten einfach mal gegenüberstellen. Wir müssen alles moderieren, wir müssen alles schon zusammenfassen, alles vordenken. Und das ist, was uns jetzt auch wieder auf die Füße fällt. Und da sehen wir dann einen wie diesen YouTuber, den Rezo beispielsweise, der mal gerade eben wunderbar diese schönen Blasen gesprengt hat mit seinem Video. Ich meine, da ist ja nun wirklich nichts Neues drin, was er in seinem Video gebracht hat. Das ist alles bekannt. Das Neue ist vor allen Dingen, dass er es halt in einer Filterblase untergebracht hat, die der jugendlichen YouTube-Konsumenten, die vorher noch keine Berührung hatten zu diesen Inhalten. Und das war jetzt mal wirklich so ein medienpolitisches Ereignis, über das wir alle noch nachdenken werden. Dietrich, kannst du kurz mal skizzieren, wie du dir optimalerweise vorstellen würdest, wie eine gewisse Dynamik einsetzen könnte, das heißt Medien, ihr, wer auch immer, berichtet über einen Umstand und es gerät eine Diskussion in Gang, die müsste ja auch irgendwann münden in, sagen wir mal, politische... Ja, im Grunde ist ja das stattfinden, was jetzt hier stattfindet. Also das muss ich ja nicht alles an der Anstalt aufhängen, das ist ja jetzt auch Hybris, ja Quatsch, aber jetzt von meinem egoistischen Standpunkt aus, ich setze eine These mit dieser Anstalt und sage, lass uns mal über die Rolle der EZB nachdenken. Was hat die überhaupt, da ist eine Notenbank, die ist völlig unabhängig, früher waren Notenbanken eben im Austausch mit der Regierung, jetzt hat man eine Notenbank implantiert, die hat kein demokratisches Gegenüber mehr, die hat ein ganz festes Mandat, da geht Preisstabilität über alles. Als ich diese natürliche Arbeitslosenquote gelesen habe, ich dachte, das wusste selbst ich noch nicht. Also da denkt man ja, das gibt's ja nicht. Was ist das für eine Sekte, die da quasi in der EU-Kommission regiert? Also muss man wirklich mal so aussprechen. Die sagen, wir dürfen die Arbeitslosigkeit nicht senken, weil vielleicht irgendwann die Preisstabilität gefährdet ist. Ist doch irre. Und sowas wird einfach akzeptiert. Das sind Experten. Da wird einfach, das sagen die Akademiker da, die sich mit Europa beschäftigen, da findet Politik im unpolitischen Modus statt. Da werden hochpolitische Entscheidungen verkauft, als wäre es ein Bauingenieur, der über den Bau einer Brücke spricht. Und das ist das Problem. Deswegen traut sich da auch niemand zu widersprechen, weil jeder denkt, der Währungshüter, schon dieser Name, das ist ja wie der Forsthüter oder was weiß ich, also der Hüter oder der, kurz vor Jesus ist der Währungshüter. Also das ist ja, warum wird es nicht? Wir sind ja auch nicht schlauer wie andere, aber warum sind die nicht in der Lage, mal Bücher zu lesen und
solche Diskussionen zu politisieren. Und da finden eben hochpolitische Entscheidungen statt in einem, und die politischen Entscheidungen müssen in einem demokratischen Rahmen in der Diskussion stattfinden und nicht hinter verschlossenen Türen von 30 alten weißen EZB-Bankern, die sich albert mit irgendwelchen anderen Bankern treffen. Das ist doch, und dann werden wir abgespeist mit so einem kindischen Europadiskurs, wo alle Friede, Freude, Eierkuchen irgendwelche Fähnchen und Schals schwenken. Das ist dann der Level, auf dem wir Europa gut finden sollen. Es funktioniert ja leider. Stefan. Zum Fähnchen schwenken, wirklich ganz kurz. Mir fällt bei der Anstalt eben auf, dass sie zwar durchaus eine völlig klare Position einnimmt, aber sozusagen die Position, die sie angreift, auch sprechen lässt. Das hat man ja in der gestrigen Sendung sehr deutlich gemerkt. Die Rollen waren ja eindeutig verteilt. Ich glaube manchmal, dass wir, und zwar vor allem als im weitesten Sinne Linke, glauben, die Menschen so mit vermeintlicher Wahrheit bombardieren zu müssen, wie uns andere mit ihrer Wahrheit bombardieren. Und ich glaube, wir müssen diskursiver werden. Wir müssen nicht, ich sage immer allen Chefredakteuren, macht doch bitte keine Zeitung, die dümmer ist als ihr selbst. Das kann doch nicht wahr sein. Aber wir müssen tatsächlich, glaube ich, zur Kenntnis nehmen, dass es Menschen gibt, die nicht bombardiert werden wollen. Ich habe gerade zum Grundgesetz eine Aktion gemacht mit FR-Lesern. Schlagt uns einen Artikel fürs Grundgesetz vor. Ich habe 150 Zuschriften bekommen mit konkreten Vorschlägen, was man am Grundgesetz ändern könnte. Vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, dass wir uns in unserer Minoritätenverzweiflung immer aufgeregter werden und die Menschen in einer Weise bombardieren, die den einen oder anderen da vielleicht doch abschreckt. Deshalb in der Sache nicht dümmer sein, als man selber ist. Überhaupt nicht. Keine Abstriche. Ganz im Gegenteil. Aber im Ton könnten wir vielleicht, gerade als Linke, manchmal etwas zugänglicher und diskursiver werden. Ja, guter Punkt. Dann würde ich an dieser Stelle Sie einbeziehen wollen mit Fragen, möchte aber dringend darauf hinweisen, damit wir viele Fragen beantworten können, keine Co-Referate zu halten, sondern eine Frage und bitte auch noch an wen der drei Herren. Des Mikrofons. Ich entreiße es auch nach dem einen Fragesatz. So, der Herr war am schnellsten. So, ich fand die Sendung oder das Thema der Anstalt prima. Ich frage mich aber, warum das nach der EU-Wahl gewesen ist. Weil das könnte doch sein, dass manchen dann das Thema ein bisschen nachdenklicher gemacht hätte und dann vor allem die etablierten Parteien dann nicht so in ihrem Heiligenschein hat stehen lassen, wie sie, den sie ja selbst erzeugen und keiner die, den in Frage stellt. So. Ja, das ist wirklich reiner Zufall, das glaubt einem zwar keiner, aber das war einfach ein Sendetermin, der stand und der, das hatte jetzt nichts mit dem Zeitpunkt der Wahl zu tun und die Etablierten haben auch ohne uns nicht gerade bombig abgeschnitten bei der Europawahl. Noch eine Wortmeldung? Da drüben. Ich fand es auch eine gute Sendung. Leider fand die Sendung sehr aus Sicht der Institution. Für den normalen Bürger, EU-Bürger, wäre es auch vielleicht einsichtiger gewesen, was heißt die EU für den Arbeitnehmer? Also gibt es da Lohndumping? Ist die EU da dazu da, dass Arbeitnehmer gegeneinander ausgespielt werden? Vielleicht nur konkret Fall LSG, Lufthansa, Skyships, was man in den Medien mitbekommen hat. Dort werden Arbeiter entlassen in Deutschland. Und dann wird nach Tschechien ein Werk ausgelagert von LSG, Skychefs. Und dann werden noch in Tschechien noch philippinische Mitarbeiter eingesetzt. Die Frage ist, wieso wird in der EU Lohndumping betrieben und wieso können wir Menschen oder sind wir dem ohnmächtig ausgeliefert? Wer möchte? Wer soll das beantworten? Wer möchte? Dann verteidige ich jetzt mal den Ansatz der gestrigen Sendung.
Sie haben zum Schluss gefragt, warum werden wir in dieser Weise ausgebeutet? Gute Frage. Und ich glaube, was Kraus und Kollegen versucht haben, war genau dieses Warum zu beantworten. Und ich fürchte, wenn man das will, kommt man an der strukturellen Seite, die ja doch auch sehr anschaulich gezeigt worden ist, irgendwann nicht mehr vorbei. Dass das rückgekoppelt werden muss mit der konkreten Situation in einzelnen Unternehmen, wie zum Beispiel bei den Sky-Chefs, das ist ja gar keine Frage. Aber ich glaube, wir müssen es aushalten, wenn wir was ändern wollen, dass wir uns tatsächlich auch mit den Strukturen beschäftigen, die dahinterstehen. Und wenn das eine Sendung, das ist übrigens für mich keine Satire, wenn ich das mal sagen darf, sondern das ist eine politische Aufklärungssendung. Wenn eine Sendung das tut, mit den berühmten Tafelnummern, dann glaube ich, könnte Ihnen das in Ihrem Arbeitskampf, falls Sie selbst persönlich gerade einen führen, sogar helfen. Ich würde diese Ebenen, das ist eigentlich das, was ich sagen wollte, nicht gegeneinander ausspielen wollen. Ich möchte noch ganz kurz ergänzen, dass das natürlich auch daran liegt, dass die ganzen Strukturen der EU auch in den Medien sehr oberflächlich dargestellt werden. Es heißt immer nur, das muss Brüssel entscheiden, das muss die EU entscheiden. Welche Körperschaften dort überhaupt konkrete Entscheidungen treffen, wie diese Entscheidungen zustande kommen, wie demokratisch das Ganze ist, wie das Personal dort überhaupt rekrutiert wird, ob es von uns gewählt wird, ob es bestimmt wird von den Regierungschefs, das bleibt ja meistens vollkommen im Dunkeln. Ich glaube, fast alle hier im Publikum, mich eingeschlossen, haben da große, große Defizite überhaupt über dieses Hintergrundwissen, wie überhaupt bei der EU-Politik funktioniert. Und da muss man ja leider den Medien, vor allem den reichweitenstarken Medien, natürlich den Vorwurf machen, dass da auch keine großartigen Versuche gestartet werden, dass das mal plausibel zu machen, das transparenter zu machen. Stattdessen wird, wie generell in den Medien, das scheint so ein neuer Trend zu sein, alles immer personalisiert, es geht um das und das Gesicht. Nein, um diese Gesichter geht es überhaupt nicht, sondern es geht um Inhalte und es geht um Strukturen. Aber diese Strukturen sind zugegebenermaßen kompliziert. Die Anstalt versucht es immer wieder, gerade eben so komplizierte Strukturen plastisch darzustellen und begreifbar zu machen, auch für Leute ohne großes Vorwissen. Und das wäre mal eine Hausaufgabe, die die Medien sich auch mal stellen müssten. Damit würden sie für die Demokratie in Europa wesentlich mehr tun, als andauernd irgendwelche oberflächlichen Appelle mit irgendwelchen Schlagwörtern loszulassen, wie toll Europa doch ist. Ganz kurz dazu auch nochmal, also Lohndumping, ja, wir haben das ja gezeigt, es gab wirklich diese Briefe, und das ist immer ein Problem auch der Kürzungen, die man da dauernd machen muss. Diese Briefe waren auch noch geheim, man muss sich das mal vorstellen, da schreibt der EZB-Chef an den irischen Premierminister: Du hast die Schulden deiner Banken zu übernehmen, sonst helfen wir dich nicht, sonst lassen wir dich quasi bankrott gehen. Und diese Briefe sind auch noch geheim, so war es auch in Spanien. Die hat der spanische Premier Zapatero erst in seinen Memoiren veröffentlicht, die wurden dem Parlament quasi verheimlicht. Und dann später, 3 Jahre später, kommt das raus. Also das sind natürlich Zustände, wo man denkt, und dann stellt man sich dahin und sagt, unser demokratisches Europa, das ist also wirklich Hanebüchen. Und ganz kurz noch zu den Strukturen, die haben wir diesmal, dieses Problem, auf das ich jetzt komme, haben wir diesmal ausgelassen. Es gibt da sehr viele, wie gesagt, gute Arbeiten zu, aber es ist alles im akademischen Raum gefangen, findet nicht den Weg in den politischen Raum, in den Diskurs. Das Problem heißt die Konstitutionalisierung der Verträge. Das heißt, diese Wirtschaftsunion, die da gegründet wurde, war immer eine Wirtschaftsunion. Und man hat eigentlich sich nur geeinigt auf einen gemeinsamen Binnenmarkt mit den 4 Grundfreiheiten, Arbeitnehmerfreizügigkeit, Kapitalverkehrsfreiheit, Dienstleistungsfreiheit und Personenfreizügigkeit. Und diese 4 Regeln wurden quasi durch den Europäischen Gerichtshof in Eigeninterpretation zu einer Art Verfassung gemacht. Und zwar auch zu einer Verfassung, die über den nationalen Länderverfassungen steht. Das heißt, man hat eine Situation geschaffen, dass man im Grunde liberale Wirtschaftsprinzipien als Verfassung der EU festgeschrieben hat, die sind nicht zu ändern. Da müsste man einen einstimmigen Beschluss herbeiführen, man müsste diese Verträge völlig neu aufrollen. Und das führt dazu, sagen Leute wie der Grimm, dass im Grunde eine europäische Integration nur stattfindet auf Basis dieser neoliberalen oder liberalen Wirtschaftsprinzipien. Das heißt, da wird ganz konkret gefragt, steht das gemeinnützige Wohnungsunternehmen in so und so, das kriegt Beihilfe vom Staat, verstößt das gegen das Prinzip der Marktfreiheit?
Und dann kann der Europäische Gerichtshof sagen, ja oder nein. Und wenn er ja sagt, dann heißt es, dass diese Beihilfe wegfallen muss. Das heißt, findet immer eine Vereinigung, eine europäische Integration im Grunde statt auf so einem kleinsten gemeinsamen Wirtschaftsnenner. Wenn man was Positives schaffen will, wie Finanztransaktionssteuer, Kerosinsteuer, dann braucht man eine Einstimmigkeit. Und das ist praktisch nicht zu leisten. Das heißt, eine positive Gestaltung in Richtung mehr Sozialstaat ist praktisch nicht möglich, aber es ist jederzeit möglich über quasi über Gerichtsurteile oder über Kommissionsvertragsverfahren eine Integration über im Grunde Wegfall von Sozialklauseln zu schaffen. Und das ist ein Strukturproblem, findet überhaupt keinen Widerhall in der öffentlichen Debatte, aber da liegt der Hase im Pfeffer, nach meiner Meinung. Okay, danke. Wir haben hier eine kurze Wortmeldung. Ganz kurz zu dem angesprochenen Problem. Ich denke, Sie haben es jetzt relativ abstrakt behandelt, Strukturprobleme herausgestellt, man kann es ganz klar benennen. Die EU will Konkurrenz der Länder untereinander in Steuer- und in Lohnfragen. Und das ist das Entscheidende hier bei der LSG. Das spielt hier eine Rolle und das ist festgelegt in den von Ihnen angesprochenen Verträgen. Und so konkret kann man es, glaube ich, beantworten. Also auch die sozialen Grundrechte stehen, genau wie Sie sagen, unter dem Vorbehalt von Wettbewerbsfähigkeit. Das heißt, das ist das, was man normalerweise denkt, was die Grundrechte sind, die oben stehen, sind eigentlich nur abgeleitet. Also Grundrechte gelten nur, soweit sie nicht diesen Wirtschaftsfreiheiten im Grunde widersprechen. Ich habe jetzt drei Wortmeldungen gesichtet. Eins, zwei, drei. Hier vorne, blauer Pullover. Und hier vorne, ach, sieht man das. Okay, dann sind Sie zuerst. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Sendung. Das ist die einzige Sendung, die ich wirklich nie versäume. Und deshalb meine Frage... Wie viele, wie ich sehe diese Sendung überhaupt, welche Zahlen haben Sie über Reichweite, auch jetzt was die Mediathek anbetrifft, ich sehe auch oft erst in der Mediathek Wissen, können Sie dazu was sagen? Ja, wir haben so, also jetzt die aktuelle Sendung wurde angeschaut von so knapp 2,2 Millionen gestern und dann haben wir sind sehr weit oben in den Mediatheken, weil es sehr stark inzwischen über Mediathek und YouTube-Kanäle angeguckt wird, da kommt dann oft nochmal so eine halbe Million oder fast nochmal eine Million, jetzt, aber das kann man dann, ist eine relativ schwierige Formel, wie das umgerechnet wird, weil oftmals klicken die Leute nur was an und gucken es gar nicht zu Ende, deswegen zählt man da nur jeden vierten Klick oder sowas. Aber da kommt nochmal, das sehen Sie ab und zu beim ZDF auf die Mediathek-Hitlisten, das ist heute schon Anstalt, eigentlich immer mit vorne dabei. Es ist so 3 Millionen, sagen wir mal, vielleicht. Dann noch eine kurze Frage zur Dramaturgie. Ich finde es sehr gut, dass die Anstalt eigentlich immer unter einem Thema stattfindet. Die Gäste bringen dann oft noch so eigene Schnipsel mit rein. Und jetzt gerade bei der Sendung gestern fand ich, das hat den Stringenz oder auch den dramaturgischen Verlauf eher unterbrochen. Und es waren auch in meiner Sicht, ich weiß nicht, wie es den anderen ging, so die schwächsten Teile gestern. Und warum ist das so? Muss das so sein? Also das sind quasi Gäste, die bringen ihr Solo mit. Wir können da immer uns was wünschen und sagen, also wir geben das Thema vor und sagen dann vielleicht, ja, das nicht. Also und sagen dem Österreicher, du musst jetzt natürlich was zu der Aktualität da machen, aber ansonsten sind die natürlich frei, in den 5 Minuten das zu machen, was sie wollen. Wir versuchen das, das gelingt manchmal mehr, manchmal weniger, je nachdem, wen man hat, was das Thema ist, aber ja, so ist es. Ja, schönen guten Abend, Entschuldigung, schönen guten Abend, Herr Hebel, das, was Sie eben zu der imperialen Geschichte gesagt haben, ich bin Ende Oktober letzten Jahres schlagartig aufgewacht, als das eben für mich reinkam. Dass Interessen gegenüber Ideologien einfach die Oberhand behalten, scheint mir absolut klar. Wie stark ist Ihrer Meinung nach die Trennung von rechts und links, Klimawandelleugner, Klimawandelbefürworter, Flüchtlingsdebatte, einfach nur eine spalterische Hetze, die auch in den normalen Medien stattfindet? Also ich bin nicht ganz sicher, ob ich Ihre Frage richtig verstanden habe. Ich glaube, dass die Trennung zwischen rechts-links, Klimakritikern, Klimawandelleugnern, also dass es sich dabei um Hetze handelt, womöglich mit dem Ziel, die Gesellschaft zu spalten, das meinten Sie wahrscheinlich, das glaube ich nicht. Ich bin im Gegenteil der Meinung, dass, also es gibt natürlich Themen, die aus meiner Sicht von den eigentlichen Themen ablenken.
Es gibt Schwarz-Weiß-Themen, wie zum Beispiel beim Klima, in einer bestimmten Form ja. Wenn man sagt, ich bin für Klimaschutz oder gegen Klimaschutz, dann ist das natürlich eine vollkommen unterkomplexe und lächerliche Debatte. Das ist ungefähr so wie Pro-Europäer und Anti-Europäer. Wenn Sie diese Schwarz-Weiß-Diskussionen meinen, die eigentlich nur dazu da sind, sich gegenseitig irgendwelche Prügel um die Ohren zu hauen und Etiketten anzuheften, dann glaube ich, dass das der sozusagen Demokratisierung unserer Gesellschaft wenig nutzt. Ich glaube allerdings, dass der Diskurs insgesamt, der politische öffentliche Diskurs, eher mehr Auseinandersetzung bräuchte als weniger. Und ich finde, das hat man sehr schön gesehen an der Einleitung der Anstalt dieser Sendung, wo wirklich sehr deutlich gemacht wurde, ja anhand der Wahlplakate der großen Parteien, auf welchem unfassbar billigen Niveau über Europa ja oder nein gesprochen wird. Ja? Ich glaube, wir bräuchten mehr Auseinandersetzung darüber, wenn Europa, welches Europa? Wenn Klimawandel bekämpfen, auf wessen Kosten eigentlich und zu wessen Nutzen? Diese Debatten, die alle was mit Macht in der Gesellschaft zu tun haben, die werden in diesen Schwarz-Weiß-Auseinandersetzungen viel zu sehr umgangen. Das glaube ich auch. Aber das hat nichts mit zu viel oder zu wenig Streit zu tun, sondern das hat was mit zu wenig Streit zu tun, der sich lösen würde von den schematischen Bildern von Gesellschaft, die uns nun wirklich seit vielen Jahrzehnten eingetrichtert werden und die wir leider auch viel zu oft glauben. Also mehr Streit, ja, aber bitte nicht an den eigentlichen Themen, bei denen für mich das Verteilungsthema eins der allerwichtigsten ist. Bitte nicht an diesen Themen vorbei. Danke. Dann eine letzte Frage. Genau, ich habe vom Moderationschef gerade erfahren, noch eine Wortmeldung, da war die Dame dran. Aber das Format hat die Tradition, dass die vorne stehen, schon auch noch einen Moment, glaube ich, da sind. Das heißt, wenn man noch eine persönliche Frage an jemanden richten möchte, gibt es danach, nach dem offiziellen Abschluss, auch noch die Möglichkeit. Genau. Zurückgezogen, dann hat doch noch jemand die Chance hier. Habe ich das eben richtig verstanden, dass Sie zwar ordentlich recherchieren, also sehr kritisch sind, aber dass dann diese Information beim Publikum sehr wischiwaschi ankommt? Habe ich das eben richtig verstanden? Polen. Meinen Sie mich? Ja, vor allem dieses überspült oder unterspült. Also Sie machen. Nein, gemeint war, es gibt ja sehr gute Informationen in allen Bereichen der Medien, sehr gute. Und die Frage und der Punkt war, dass nach so einer Sendung, die randvoll ist mit guten Informationen, die man sonst nicht bekommt, dass in den darauffolgenden Tagen, wenn dann wieder die normale Berichterstattung einsetzt, dass dann diese gute Arbeit mehr und mehr verblasst, weil dann sozusagen wieder der übliche Strom der Framing-Nachrichten etc. sich drüber legt. Meine Frage ist, warum gibt es nicht genügend Werbung von Ihnen, von den Journalisten oder Redakteuren von sich selber, dass man wirklich Nachhaltigkeit bekommt, dass längere Zeit kritisiert wird, längere Zeit gute Berichterstattung kommt, um eben nicht, dass auf einmal in den Masseninformationen untergeht. Okay, das möchte ich aufnehmen zu meiner, ich mache Frank Blasberg, Schlussfrage an alle. Rezo hat, glaube ich, jetzt mittlerweile 14 Millionen Klicks bekommen. Ist das eine Zäsur? Tut sich da was? Wie wird sich der Journalismus in den kommenden Jahren entwickeln? Werden wir mehr Streit, mehr öffentliche Diskussion haben? Oder bleibt es dabei, dass du, Stefan, Dietrich, Jens, ihr auf euren letzten Mohikaner seid, die versuchen, die Fahne hochzuhalten? Fang du an, bitte. Ja, ich muss da gleich mal so ein bisschen noch seinen Wein kippen. Das ist wunderschön, dass er seine... Nee, ist klar, weil das schwingt ja immer sowas mit. Ich würde mir natürlich erhoffen, dass wir eine lebhaftere Diskussion bekommen, gerade eben auch über Medien wie YouTube, die im besten Sinne des Wortes demokratisch sind. Aber diese 14 Millionen, diese haben natürlich jetzt nicht nur uns begeistert, sondern die haben auch die komplette politische PR begeistert. Und bislang sind wir dann noch in so einem
kleinen, in einer kleinen Schutzzone. Dieser Bereich wurde noch nicht wirklich beackert von der professionellen PR. Und ich gehe mal stark davon aus, dass das jetzt vor allen Dingen für die politische PR ein Weckruf war und dass wir spätestens bei den nächsten Bundestagswahlen viele Resources haben, von denen wir nicht mehr wissen, ob sie authentisch sind, wessen Interessen sie vertreten und, ja, und wer dahinter steht. Das ist leider, das haben wir in den USA, haben wir übrigens diese Entwicklung schon, wo gerade eben so auf Seiten der Tea Party-Bewegung, die Trump nach oben gebracht haben, wo schon sehr viel politische, professionelle PR über die sozialen Medien und über YouTube stattfindet. Insgesamt also schlimmer. Es wird intransparenter. Ob es schlimmer oder besser wird, ich meine, schlimmer als jetzt, kann es, glaube ich, nicht großartig werden. Ja, also ob sich dadurch jetzt, dass ein Dammbruch war, also auf jeden Fall hat es die Leute aufgeschreckt, aber wie nachhaltig das sein wird, kann man nicht sagen. Also die Reaktion ist ja auch insoweit typisch, dass auch da das sehr stark überlagert wird. Also das ist ja vielleicht noch ein Extrapunkt an Medienkritik, wie oft eigentlich so eine Art Meta-Berichterstattung stattfindet. Das heißt, es geht dann um Rezo, es geht ums YouTube, es geht um neue Kanäle, aber nicht um das, was er gesagt hat. Also das ist wie bei Greta Thunberg, es geht dann wieder um, ist das eine Ikone, nennen wir das jetzt Klimareligion, sollen wir Schule schwänzen? Es wird so oft dann nicht über die Inhalte gesprochen, dass ich mich einfach frage, was sind das eigentlich für Journalisten? Die interessieren sich nicht für Inhalte, das ist irgendwie merkwürdig. Also ich glaube, sowohl Rezo als auch Fridays for Future haben immerhin schon mal gezeigt, dass man die politische Elite noch verunsichern kann. Das ist ja auch schon mal ein Fortschritt. Ich bin mit den beiden Vorrednern zusammen überhaupt nicht sicher, wie sich das in etwas Nachhaltiges und Veränderndes entwickeln kann. Ich habe mal gesagt, Fridays for Future zum Beispiel wird auf Dauer nur Erfolg haben können, wenn es auch ohne Greta Thunberg Erfolg haben kann. Und zwar deshalb, weil erstmal hat man, wie auf Biegen, dieses Mädchen tut mir wahnsinnig leid. Welche unfassbare mediale Personalisierung innerhalb von wenigen Wochen stattgefunden hat, an den Themen, die ihr am Herzen liegen, oft weit vorbei oder weitgehend vorbei. Ob sich eine wirklich politische und auch mediale Veränderung nachhaltig und dauerhaft aus solchen Phänomenen entwickeln kann oder ob das System das tut, was es leider öfter mal bewiesen hat, nämlich auch das Widerständige noch zu absorbieren und zu inhalieren. Da bin ich noch vollständig unsicher, aber die Hoffnung geben wir nicht auf. Vielen Dank. Dann bleibt mir Ihnen zu danken fürs Kommen. Ich hoffe, es war interessant. Wir können ja verabreden, dass wir uns vielleicht in einem Jahr an dieser Stelle wieder treffen und gucken, wie es mit dem Journalismus vorangegangen ist. Und bis dahin habe ich auch die Anstalt rezensiert. Genau. Wie schon angekündigt, wenn Sie den drei Herren noch Fragen stellen wollen, hinten gibt es auch Publikationen zu erwerben, möglicherweise auch noch mit einem Autogramm. Und ich darf euch allen jetzt ein Gläschen Frankfurter Senf geben. Zurückgeben sozusagen. Und freue mich, wenn wir uns im nächsten Jahr dann wieder hier sehen. Haben Sie vielen Dank, kommen Sie gut nach Hause. Tschüss.